Kolz, halt mein Herr, auf ein kurzes Wort. Ein verhüllter Mann in einem grünen Umhang wartet an der Straße auf dich. Als du dich näherst, geht er auf dich zu. Auf kürzere Entfernung erkennst du die Gesichtszüge eines jungen Mannes, die aber von Erschöpfung gezeichnet sind. Er scheint sich beim Gehen auf sein linkes Bein zu stützen und unterhalb des Knies findet sich auf dem Stoff seiner Hose ein dunkler Fleck. Trotzdem begrüßt er dich mit einer höflichen Verbeugung. Ich könnte mir vorstellen, dass Tuantano wegen der Rückgabe seiner Vorräte sehr dankbar war. Er ist ein guter Schmied und ein guter Mann noch dazu. Wohl einem grausamen Herrn verpflichtet, aber er ist ein guter Mann. Goldhai ist voll mit solchen Leuten, Leuten, die Besseres verdient haben, als dabei zusehen zu müssen, wie ihre Heimat in einen Strudel von Angst und Wahnsinn hineingezogen wird. Er wendet sich ab, um über das Dorf zu schauen. Ich beabsichtige, sie zu retten und möchte dich dabei um deine Hilfe bitten. Wer bist du? Nur ein Mann, der dazu entschlossen ist, Goldhai seinen früheren Glanz wiederzugeben. Es gab eine Zeit Fremder, in der Goldhai seinen Namen alle Ehre machte. Da Weizen auf den Hügeln glänzte Gülden und die Dörfler führten ein gutes Leben. Von goldenen Feldfrüchten weiß ich nichts, aber es gab dort auf jeden Fall weniger Fliegen. Und was ist jetzt daraus geworden? Was auch immer diese Fäule über unser Lande gezogen hat, ihre Bewohner sind gewiss nicht daran schuld. Redrich bestraft uns für Verbrechen, die wir nicht begangen haben, und im Gegenzug sieht er seine eigenen nicht. Und wer wird für seine Taten bezahlen? Bin ich nicht, und wer wird für seine Taten bezahlen? Das schwöre ich Kolz bei der Flamme. Wie viele andere Tyrannen hat er sich aus Angst vor Vergeltung mit stärkeren Männern und Frauen umgeben. Der Mann lächelt dürr. Und hiermit bist du also gewarnt. Solltest du trotzdem weitergehen wollen, so frage ich mich, ob wir nicht einander helfen können. Was genau soll ich für dich tun? Lügen? Natürlich, ich bin äußerst hilfsbereit. Das hängt ganz davon ab. Aus reiner Mildtätigkeit helfe ich niemandem. Also ja, Hagrim ist schon mal ein bisschen angenervt von dem Verhalten dieses Magistrats. Und der würde gerne den Leuten hier in Goldtal, die gerade diesen Baum da gespückt haben, eins auswischen. Vielleicht könntest du mit mir kommen. Nee, das denke ich nicht. Was genau soll ich für dich tun? Der Mann nickt und steht noch ein bisschen gerader. Ich muss dich um eine grausame Tat bitten. Aber sei dir sicher, es gibt keinen anderen Weg. Fürst Redrick muss aufgehalten werden. Solange hat Goldtal unter Redricks Wahnsinn gelitten. Er würde Weitlins Vermächtnis dadurch ausmerzen, indem er dafür sorgt, dass es im Dorf keine Lebenden mehr gibt, die darunter leiden können. Ich fürchte um das Leben seiner eigenen Ehefrau Ygritte, denn dieser Mann kennt keine Gnade. Wir sind nicht untätig gewesen. Mit der Absicht, Redricks Herrschaft mit eigenen Händen zu beenden, durchbrechen meine Leute und ich die Verteidigungsstellungen. Im Schutze der Dunkelheit drangen wir durch die Abwasserkanäle ein. Aber wir wurden vernichtend geschlagen. Sein Gesicht verdunkelt sich. Dort unten im Kerker gibt es finstere Kreaturen, das Werk von Redricks Beseelerin. Das obliegt deiner Verantwortung. Redrick hat zusätzliche Verstärkung angefordert und schon bald wird er unaufhaltsamer sein. Uns läuft die Zeit davon und in dieser Stunde muss ich überall, wo ich kann, um Hilfe flehen. Wenn das hier vorbei ist, werden uns mehr schulden als nur ein paar schuttbedeckte Flecken Land. Stürze ihn von den Wellen oder hau ihm den Kopf von den Schultern. Es ist mir gleichgültig. Sobald sein Thron leer ist, wird Goldtal die Führung bekommen, die es verdient hat. Ja, Hagrim ist ja ein grumpiger Typ, der sich gern überall einmischt. Und auch in dieser Angelegenheit, vor allem weil es ihn etwas selber betrifft, nach der Begrüßung und allem, werden wir Redrick finden und uns um ihn kümmern. Dann rühme ich deine Tapferkeit und danke für deine Unterstützung. Ohne gebührende Warnung aber würde ich dich nicht losschicken. Redricks Festung ist voller Soldaten und Söldner, die alle Redricks Gefolgschaft geschworen haben. Mit Eindringlingen werden sie nicht zimperlich umgehen. Ehrlich gesagt werden sie aufgrund unserer gescheiterten Bemühungen jetzt noch wachsamer sein. Ein Frontalangriff wäre nicht sehr klug. Wenn du kühn genug bist, könntest du unserem Weg folgen und den Eingang zum Abwasserkanal suchen, der am östlichen Rand des Burggrabens liegt. Er schaut weg.
Mehrere meiner Männer wurden aber dabei geschnappt, daher könnte es gut sein, dass der Eingang gefunden und neu versiegelt wurde. Diese Männer standen unter meinem Befehl. Wenn du ihnen irgendwie helfen könntest, würde ich in deiner Schuld stehen. Suche meinen alten Freund Netmar auf, sobald du ins Innere geschafft hast. Es ins Innere geschafft hast. Er ist der Hohenpriester von Bera, nachdem der strahlende Gott gefallen ist. Ein guter Mann in einer schwierigen Lage. Er wird mit sich reden lassen. Duran guckt und erstickt fast an seiner eigenen Verachtung. Strahlender Gott. Er leuchtete niemals so hell, wie als er von der Bombe verzehrt wurde. Dieser Spitzname ist jetzt also so veraltet, denn die Asche strahlt nicht. Durans, das ist gar so, als würde dich jemand einen attraktiven Priester heißen. Netmar kann dir weiterhelfen, Redrick zu erreichen, aber er lebt im oberen Teil von Redricks Festung, die vor den Wächtern und Zentren beschützt wird. Wenn du ihn erreichen willst, ohne die gesamte Festung zu alarmieren, wirst du dich an die Schatten halten müssen. Ich werde meinen eigenen Weg finden, macht mehr Spaß so. Unnötige Ressourcen zu verschwenden macht keinen Sinn. Vielen Dank für deinen Rat, ich werde ihn gut zu verwenden wissen. Nun gut, ich ziehe los. Ich werde meinen eigenen Weg finden, das macht mehr Spaß. Wächter, das ist ein löblicher Weg. Es gibt viele Lektionen zu lernen und viele in der Burg bedürfen der Unterrichtung. Kolks mustert dich einen Augenblick lang. So sei es, aber vergiss nicht, wer hier wirklich der Feind ist. Seine Burg liegt jenseits des Esternwalds. Mögen dich die Götter leiten, Fremder. So, er geht wieder. Und wir stehen alleine da. Gut, also wir sollen westlich des Esternwaldes. Östlich, das ist der Esternwald, liegt also hier. Also hier irgendwo muss seine Festung liegen, in dem Gebiet. Das ist wahrscheinlich, ist das eine Nebenquest? Ja. Fürst eines Ödlandes. Goldtal wird vom Fürst Redrick beherrscht, der in der Burg jenseits des Esternwalds lebt. Der als Weitwands Vermächtnis bekannte Fluch Goldtal fest im Griff hat, griff er zur Ausmerzung der Gründe dafür zu brutalen Maßnahmen. Ein bisschen komisch übersetzt. Letztere haben ihm Feinde eingebracht, von denen ihm viele nun gerne seiner Macht berauben würden. Ich wurde von meinem Mann angesprochen, der sich gegen Fürst Redricks Grausamkeit aussprach. Er fordert mich, mit ihm gemeinsame Sache zu machen, um Redricks Herrschaft ein Ende zu setzen. Die Burg liegt östlich des Esternwaldes und wird schwer verteidigt. Ins Innere zu gelangen, wird eine beträchtliche Herausforderung darstellen. Kolks ist der Ansicht, dass ein Frontalangriff auf die Burg unmöglich wäre. Er schlug mir vor, am östlichen Rand des Burgraums einen Zugang in die Abwasserkanäle zu suchen. Alternativ könnte es mir gelingen, einen Weg in das obere Stockwerk zur Burg zu finden, wo Kolks Kontaktperson Nidmar lebt. Right. Gut. Das werden wir dann herausfinden, wenn es soweit ist. Auch wenn das jetzt etwas unerwartet kam. Aber ich wollte ja eigentlich erstmal zurück zu diesem Magistrat hier, der mich am Baum so freundlich begrüßt hat. Genau der hier. I have received confirmation that Lord Radric's heir was not born well. My lord has issued an injunction on all new homesteads until he can be assured that the village has been cleansed of all Aethasians and whatever other undesirables that have brought this curse upon his lands. Mir wurde bestätigt, dass Fürst Redricks Erbe nicht gesund geboren wurde. Mein Fürst hat einen Unterlassungsbefehl auf allen neuen Heimstätten erteilt, bis er sicher sein kann, dass das Dorf von Eotasianern und allen sonstigen Unerwünschten gesäubert wurde, die diesen Fluch über seine Lande gebracht haben. It would be best if you left town as soon as possible. I would suggest returning to your old home. There will be no place for you here. You may stay at the inn until you can make the necessary arrangements, but I would not advise remaining long. I expect Lord Radric will be most thorough in his efforts to purify this place. Es wäre das Beste für dich, wenn du das Dorf so schnell wie möglich verlassen würdest. Ich würde dir vorschlagen, in dein altes Zuhause zurückzukehren, denn hier wird es für dich keinen Platz geben. Bis du die notwendigen Vorbereitungen getroffen hast, kannst du in der Schenke wohnen. Ich würde dir aber davon abraten, noch lange zu bleiben, denn ich erwarte, dass Fürst Redrick bei seinen Bemühungen zur Reinigung dieses Ortes äußerst gründlich vorgehen wird. Das ist ja unerhört, ich habe eine weite Reise hinter mir.
Du solltest ja kein Problem damit haben, weiterzureisen. Sehr freundlich. Du solltest mir glauben, wenn ich dir sage, dass es das Beste für dich wäre, nicht mehr hier zu sein, wenn Fürst Redricks Männer aus seiner Festung hierher kommen. Sie werden nach jedem Ausschau halten, der das Vermächtnis über uns gebracht haben könnte, wessen reine Gegenwart den Leib seiner Ehefrau vergiftet haben könnte. Sie werden sämtliche Möglichkeiten auslöschen. Dann erzähl mir was über deinen Fürsten. Er stammt aus einer Adelsfamilie, die diese Lande seit der Edir-Zeiten verteidigt haben. Redrick II. War während der Revolution ein früher Unterstützer der dürrwellischen, weltlerischen Unabhängigkeit und der Vater des derzeitigen Fürsten für den Krieg des Heiligen. Kurz nach dem Ende des Krieges setzten die Hohlgeburten im Dürrwald ein. Fürst Redrick hat es auf sich selbst genommen, Goldar vom Fluch zu säubern. Seine Maßnahmen sind streng, aber notwendig gewesen. Anscheinend war es unglücklicherweise aber nicht genug, um seinen Erben zu beschützen. Der Heilige Krieg? Das ungeheuerlichste Beispiel unserer Zeit für den Wahnsinn eines Mannes. Vor 15 Jahren beschloss die Bevölkerung von Huit-Keras, dass weit, wenn ihr lebender Heiliger, die wortgetreue Inkarnation des Gottes Eotas sei. Urgret runzelte seine spitze Nase. Dieser vermeintliche Heilige nahm es auf sich selbst, den Dürrwald zu befreien. Wahrscheinlich hatte er niederen Göttern die Treue geschworen, denn ich habe noch nie von einer Armee gehört, die ein Land zum Wohle seiner Bevölkerung erobert hätte. Der Krieg dauerte ungefähr ein Jahr, aber du kannst dir vorstellen, dass dieses Jahr mit der Verehrung von Eotas im Dürrwald anstellte. Alle von Fürst Redricks Vorfahren sind Eotosianer gewesen. Aber nachdem sein Vater bei unserer Verteidigung gegen diese Fanatiker gefallen war, kümmerte er sich persönlich darum, dass der Eotas-Tempel hier im Dorf stillgelegt wurde. Er deutet auf ein paar Mauerruinen neben dem Baum. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldtals Regeln und Risiken kennt. Ich möchte gerne mehr über Goldtal erfahren. Wie die meisten Dörfer im Dürrwald sind wir ein Grenzdorf. Goldtal ist seit seiner Gründung zur Kolonialzeit nicht sonderlich gewachsen und in den letzten 15 Jahren ist unsere Bevölkerung noch weiter zurückgegangen. Er lässt seinen Blick über die maroden Häuser und halb umgestürzten Zäune schweifen. Deshalb müssen wir uns jetzt wieder aktiv um neue Siedler, die ihr aufhängen könnt, oder wie? Alob schnaubt in der Tal. Warum ist Goldtals Bevölkerung zurückgegangen? Weitwinds Vermächtnis natürlich. In letzter Zeit hatten viele Frauen Schwierigkeiten, gesunde Kinder zu gebären. Vor einiger Zeit hat Fürst Redrick per Diskret erlassen, dass sich in Goldtag keine Mütter von Hohlgeburten aufhalten dürfen. Sein Wunsch zieht sich zu einem straffen Strich zusammen. Seine Herrschaft hat mit seinen Kindern einen kurzen Prozess gemacht. Es mag ja hart sein, aber wenn wir dadurch von diesem Fluch befreit werden, ist es das nicht wert? Bestimmt nicht. So bleibt irgendwann niemand mehr übrig. Erzähl mir über die Ruinen hinter dem Baum. Das sind die Überreste des Eotas-Tempels. Sein Mund verzieht sich. Nach dem Krieg der Heiligen verbat Fürst Redrick die Anbetung des toten Gottes. Er steht jetzt schon seit 15 Jahren leer, aber es gibt Pläne, ihn auf Beraf, den Gott des Lebens und des Todes, umzuweihen. Verlassen, weil sich ein feiner Fürst dazu entschloss, ihn abzureißen, weil er sich vor seinem Gott selbst nach dessen Ableben noch fürchtete. Trotzdem, Beraf ist eine gute Wahl, das gefällt mir. Beraf glaubt an Kreisläufe. Ich stelle mir gerne vor, dass das, was diesem Tempel widerfahren ist, eines Tages auch vergolten wird. Genug von Goldtal. Ich könnte noch einen Mord melden, aber auf Wiedersehen. Die Mörder sind ja schon längst weg eigentlich. Die habe ich nämlich ziehen lassen. So, gehen wir hier rein, kaufen Vorräte, nehmen uns ein Zimmer und dann geht es ab in die Ruinen. Hallo. Die stehen immer noch da rum. Gods keep you. Erstmal, was ihr zu verkaufen habt. Ich brauche nämlich 2x Campingbedarf. Obwohl einmal reicht. Dankeschön. Und dann würde ich gerne einmal rasten.
im Gastraum. So. Der Gastraum kostet zum Glück nichts. Und ich brauche zurzeit auch wahrscheinlich die Boni hoffentlich nicht.